Warum erzähle ich euch das? Warum diese Offenbarung? Weil wir Vertrauen brauchen, weil wir Unterstützung brauchen, weil ich kämpfe und weiter kämpfen werde, weil ich gegen Journalisten auftrete, die uns, die Friedensbewegung, diffamieren, weil ich gegen Menschen auftrete, die innerhalb der Friedensbewegung für böses Blut sorgen und vor allen Dingen, weil ich dafür kämpfe, dass diese Bewegung eine Massenbewegung wird. Der nächste Redner ist ein, sagen wir mal, alter Bekannter der Mahnwache in Wien. Das ist der Stefan Bartenik und ich begrüße ihn heute. Stefan? Ja, einen großen Applaus für Stefan. Was ich euch jetzt erzählen werde, ist zum Teil sehr persönlich. Und das wird einige Menschen von euch auch sehr betroffen machen. Ich möchte aber kein Mitleid. Ich will nicht, dass nachher jemand zu mir kommt und sagt, wie leid ihm alles tut. Denn ich habe für mich die Erlebnisse, über die ich jetzt erzählen werde, aufgearbeitet. Und ich erzähle sie euch aus einem bestimmten Grund. Am 17. September 1977 wurde ich in Scheibs geboren. Eine kleine Stadt in Niederösterreich. Aufgewachsen bin ich in St. Leonhard am Forst. Eine Großtante von mir hat immer gesagt, unter St. Leonhard, da liegt die Hölle. Ich sage, so wie wir Gott in uns tragen, so tragen wir auch den Teufel in uns. Meine Mutter war 20 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Sie ist in einer Familie aufgewachsen mit Eltern, die aus ihr einen Menschen mit Borderline-Symptomen gemacht haben. Sie war selber noch ein Kind, als sie ihr erstes, nämlich mich, bekam. Mit 5 Jahren habe ich erkennen müssen, dass ich alleine bin. Dass ich Verantwortung für mich übernehmen muss und dass ich auch für meinen kleinen Bruder einstehen muss. Mit 6 Jahren begann mein Großvater, der bei der Waffen-SS war, nachdem ich von ihm sanft darauf vorbereitet wurde, mich zu vergewaltigen. Der Kinderarzt, der mich untersuchte, machte keine Anzeige. Es sollte innerhalb der Familie geregelt werden. Mein Großvater machte weiter. Auch als ihn meine Großmutter einmal erwischte, als er sich von mir einen runterholte, machte er bald darauf weiter. Irgendwann bin ich nach einer Vergewaltigung mit Absicht auf einen Nagel gestiegen. Das war der Moment, wo er mich dann in Ruhe gelassen hat. Meine Mutter war mit all dem überfordert. Sie war überhaupt mit dem Leben überfordert. Mein Vater kaum zu Hause, viel in der Arbeit. Mit 8 Jahren, nachdem ich die Schläge und Schreierei zu Hause nicht mehr aushalten wollte, begann ich mich darauf vorzubereiten, mit meinem kleinen Bruder in den Wald zu flüchten. Ich hatte eine Lade in meinem Schreibtisch eingerichtet, Kompass, Taschenmesser, ein Büchlein über Pflanzen und Tiere im Wald. Eine kleine Lade, in die ich mich mit meiner Fantasie flüchten konnte. Hier fand ich für mich Ruhe in der Vorstellung, von meiner Familie flüchten zu können. Gemacht habe ich es nie. Die Vergewaltigungen blieben nicht ohne Folgen. Ich verdrängte sie gekonnt, begann aber zu fressen. Mit 16 Jahren hatte ich fast 120 Kilo, war eine Witzfigur geworden. Einzig mein großes Maul hielt mich halbwegs über Wasser. Und noch etwas. Das Verlangen nach Gerechtigkeit. Wenn schon nicht für mich, dann durch mich für andere. Schon in der Volksschule keimte dieser Trieb auf. Am Schulhof stellte ich 2 Jungs aus einer höheren Klasse, weil sie einen kleineren fertig machten. Sie ließen von ihm ab. Ein paar Wochen später ließen sie mich im Freibad Wasser schlucken. Mir war es egal. Ich wusste gar nicht mehr konkret, warum sie auf mich losgingen. Ich hatte damals andere Sorgen. Ich stritt mit meiner Familie, ich legte mich gegen alle an. Ich schrie, ich weinte und ich blutete deshalb, aber ich hörte nie auf. Ich hatte nie aufgegeben. Meine Eltern sind Menschen.
Ich hatte sie lange Zeit gehasst. Aber ich habe erkannt, dass ich nicht sie gehasst habe, sondern die Fehler, die sie als Menschen gemacht haben. Ich hatte ihre Schläge gehasst, ihre Demütigungen, ihre Verantwortungslosigkeit. Jetzt liebe ich sie. Ich liebe sie als Menschen, habe ihnen verziehen. Woher hätten sie es besser wissen sollen? In dem System, in dem Dorf, in den Familien, wo sie aufgewachsen waren, war es normal, auf die Kinder keine Rücksicht zu nehmen. Meinen Großvater, man soll es nicht glauben, hasse ich auch nicht mehr. Aber was er getan hat, kann ich nicht verzeihen. Ich verachte ihn zutiefst. So wie ich jeden Erwachsenen verachte, der sich an Kinder vergeht. Und ich weiß, dass mein Großvater gebüßt hat. Dass er am Sterbebett, als er einsam in einem Krankenhaus verreckt ist, dass dies der Moment war, wo ihn alles einholte, was er seinen Kindern, seinen Enkelkindern, was er mir angetan hatte. In dem Moment, wo es ans Sterben geht, muss jeder vor sich selbst Rechenschaft ablegen. Gott lebt in uns, so wie in allem Leben. Und das jüngste Gericht ist unser Gewissen. In dem Moment, wann es daran geht, die Seele auszuhauchen. Lange Zeit habe ich überlegt, warum mir das alles passiert ist. Warum ich in einer Familie geboren wurde, wo ich mir über viele Jahre gewünscht hatte, dass ich nie geboren hätte werden sollen. Die Frage nach dem Warum hat mich fertig gemacht, hat mich saufen lassen, Drogen nehmen lassen, hat mich an den Rand des Irrsinns getrieben. Und dann ist mir etwas klar geworden. Die Frage war falsch. Es ging nicht um das Warum. Meine Frage war, wozu? Wozu habe ich all das erleben müssen? Weil es mich stärker gemacht hat. Weil es mich größer gemacht hat. Rise like a phoenix. Oder, wie Adalbert Stifter sagt, den ich wieder mal zitiere, weil es mein Lieblingszitat ist, der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn allein sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Warum erzähle ich euch das? Warum diese Offenbarung? Weil wir Vertrauen brauchen, weil wir Unterstützung brauchen, weil ich kämpfe und weiter kämpfen werde, weil ich gegen Journalisten auftrete, die uns, die Friedensbewegung, diffamieren, weil ich gegen Menschen auftrete, die innerhalb der Friedensbewegung für böses Blut sorgen und vor allen Dingen, weil ich dafür kämpfe, dass diese Bewegung eine Massenbewegung wird. Eine Bewegung der Unterdrückten gegen die Unterdrücker. Und ich kämpfe nicht nur für alleinerziehende Mütter, die sich die Heizung im Winter nicht leisten können. Nicht nur für Familien, die nicht mehr wissen, woher sie das Geld nehmen sollen, damit sie halbwegs über die Runden kommen. Ich kämpfe nicht nur für die Geknechteten aus unserem Land, weil unsere Politik sie im Stich gelassen hat. Nein, ich stehe hier auch für die Zivilisten, die in der Ukraine umgebracht werden. Ich stehe hier für alle Menschen, die weltweit diskriminiert werden. Ich stehe hier für Frauen, die in Indien vergewaltigt werden. Ich stehe hier für alle Menschen, die von den Machtvollen, den Stärkeren ausgebeutet und geknechtet werden. Ich weiß, was es heißt, der Vergewaltigte zu sein. Ich weiß, was es heißt, der Geprügelte zu sein. Ich weiß, was es heißt, der Betrogene zu sein. Und ich weiß, was es heißt, der Geknechtete zu sein. Nach der Schule habe ich als Hilfsarbeiter am Bau gearbeitet. Ich habe Männer erlebt, die am Montag früh zum Arzt gehen, sich den Rücken schmerzfrei spritzen lassen, damit sie unsere Häuser, unsere Türme bauen können und am Freitag wieder zum Arzt gehen, um sich für das Wochenende schmerzfrei spritzen zu lassen. Ich habe in einem Pflegeheim gearbeitet, wo Frauen lächerlich bezahlt sich um alte und pflegebedürftige Menschen kümmern,
Sie holen sich auch ihre Medikamente vom Arzt, um diese Dienste überstehen zu können. Ich habe diese Menschen erlebt, die die Stütze unserer Gesellschaft sind, die das Salz der Erde sind. Es gibt so viele von ihnen und niemand da oben will sie hören und niemand da oben will sie sehen. Und wenn dann ein Journalist schreibt, auf den Montagsmahnwachen finden sich die ewig zu kurz gekommenen zusammen, dann verachte ich ihn. Ich verachte ihn nicht so wie meinen Großvater. Ich verachte ihn auf eine liebliche Art. Ich verachte ihn für diesen Zynismus und ich wasche ihm den Kopf. Und das kann ich gut. Ja, weil ich es kann. Weil ich reden kann, weil ich schreiben kann und weil Ungerechtigkeit für mich Treibstoff ist, weil mich dieser Schmerz zum Berserker macht. Jawohl! Jawohl! Das ist geil! Perfekt! Jawohl! Danke. Je mehr Sie auf die Friedensmahnwache, je mehr Sie dadurch auf mich einprügeln, auf uns einprügeln, umso stärker werde ich, umso stärker werden wir. Und wisst ihr, bei wem das noch so ist? Bei Hulk, bei dem grünen Hulk. Je mehr man auf den einprügelt, umso größer wird er. Je mehr man ihn reizt, umso stärker wird er. Und das solltet ihr, liebe Journalisten, die ihr zum Teil versucht, uns fertig zu machen, endlich merken. Je mehr ihr uns diffamiert, je undifferenzierter ihr uns betrachtet, je unverschämter ihr gegen uns auftretet, umso mehr, umso stärker werden wir. Wir sind Hulk! Schaut doch bitte, was hier für Menschen sind. Hört doch bitte, was hier gesprochen wird. Und steigt ab von eurem hohen Ross. Lasst uns aufeinander zugehen, auf Augenhöhe. Das habe ich mir verdient, nach alledem, was ich erleben musste. Das hat sich jeder verdient, der hier seine Sorgen zum Ausdruck bringt. Und jetzt zu den Menschen innerhalb der Mahnwachen. Ich diskutiere mit einigen von ihnen. Und ich bekomme Dinge zu lesen, die ich nicht akzeptieren kann. Wenn mir jemand von ihnen erzählen will, das habe ich tatsächlich gelesen, dass Schwule häufiger pädophil sind, dann lache ich darüber. Mein Großvater hatte 4 Kinder, als er mich vergewaltigte. Ihm ging es um Macht. Wenn mir jemand von euch erzählen will, dass Homosexuelle deshalb homosexuell sind, weil sie als Kinder missbraucht wurden, dann lache ich darüber. Es tut mir leid, dass ich die Anhänger dieser Theorie enttäuschen muss. Aber ich oute mich hier jetzt offiziell als heterosexuell. Im Schönbrunner Zoo gibt es schwule Pinguine. Wer hat die denn umgepolt, bitte? Das ist lächerlich. Jemand erzählen will, der Islam ist eine gewaltbereite Religion, dann kann ich darüber nur lachen. Was ist denn mit all den Scheißkriegen, die sich durch das letzte Jahrhundert ziehen? Wer hat die denn begonnen? Und würdet ihr euch nicht auch in die Luft sprengen wollen, wenn eure Kinder, eure Väter und Mütter, eure Brüder und Schwestern, eure Freunde von unseren Waffen, von unseren Soldaten durch unser Geld umgebracht werden? Könnt ihr diesen Zorn nicht verstehen? Es ist an der Zeit, die Augen wirklich zu öffnen, sie weit aufzureißen. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass es kaum Unterschiede zwischen uns gibt, dass die Menschen an sich gleich funktionieren, dass der Mensch an sich in Zufriedenheit leben will. Und nur ein paar Psychopathen und viele Feiglinge, gesteuert von Gier nach Macht und Reichtum, die sorgen dafür, dass unsere Gesellschaft sich nicht zu dem entwickeln kann, was uns Menschen eigentlich zusteht. Ein Kreislauf mit der Natur, ein Kreislauf mit uns selbst, aufgebaut auf Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und dafür
dafür werde ich kämpfen. Und ich sage mit Absicht kämpfen, weil ich kein Pazifist bin. Ich bin gegen Gewalt, aber ich bin dafür, dass man sich verteidigen darf. Und wenn ich merke, dass wir in einer Zeit leben, in der die Politik, die Wirtschaft und auch ein Teil der Medien anfangen, uns auf unerhörte Art und Weise zu bevormunden, dann habe ich für mich das Recht, mich dagegen zu wehren. Ich kann mich dagegen wehren, wenn in der Ukraine Zivilisten mit Artillerie beschossen werden. Ich kann mich dagegen wehren, wenn der König Fußball ein ganzes Land knechtet. Ich habe nicht nur das Recht, mich zu wehren, ich habe die verdammte Pflicht. Jawohl! Jawohl! Wenn sich ein Freihandelsabkommen abzeichnet, das meinen Sohn, das unsere nächsten Generationen knechten wird, das unser Land, das unseren Kontinent knechten wird, dann ist es als mündiger, verantwortungsvoller Mensch mein Recht und meine Pflicht, dagegen aufzutreten. Und ich möchte jetzt mit dieser Rede alle vernünftigen Menschen auffordern, sich uns anzuschließen. Ich möchte alle Journalisten weiterhin und immer wieder bitten, dass sie sich ein objektives Bild über unsere Bewegung machen und dadurch erkennen werden, dass ein Großteil der Menschen hier in keinster Art und Weise irgendwie rechts oder antisemitisch ist. Aber immer noch werden wir zum Teil aufs Übelste beschimpft und bloßgestellt. Ich möchte alle Menschen bitten, die wissenschaftlich an Gesellschaftsmodellen arbeiten, die zu einer Verbesserung der Lebensumstände auf unserem Planeten beitragen können, dass sie hierher kommen und uns ihre Theorien präsentieren. Wir bieten euch hier eine Plattform, die immer größer und größer wird und die im Netz ihre Wellen schlägt. Ich möchte alle Studenten bitten, die sich bewusst sind, dass einiges in unserem System falsch läuft, hierher zu kommen, um uns zu unterstützen. Ich möchte alle Künstler bitten, die der Utopie nachlaufen, dass sie die Gesellschaft, die Welt durch ihre Kunst verbessern können, dass sie die Augen aufmachen und erkennen, dass die einzige Möglichkeit, um tatsächlichen Einfluss zu nehmen, die ist, sich dem Prozess der Vernunft anzuschließen und auf die Straße zu gehen. Und all diesen Menschen werde ich jetzt ein Versprechen abgeben. Ich werde nicht weichen, ich werde nicht zulassen, dass die Friedensbewegung von außen verunglimpft wird. Wie ein Löwe werde ich gegen verleumderische Berichterstattung kämpfen. Ich werde gegen Hetze auftreten und ich werde mich auch vernünftigen Debatten stellen, wenn sie notwendig sind. Ich werde die Sorgen ernst nehmen, wenn manche Menschen meinen, die Mahnwachen könnten von rechts unterwandert werden. Es gibt Tendenzen dazu. Aber die haben momentan kein Gewicht. Und solange ich hier stehe und viele andere auch, nämlich die meisten von uns, werden wir zwar die freie Meinungsäußerung hochhalten, aber nicht zulassen, dass die Friedensmahnwache, die aus der gesellschaftlichen Mitte heraus entsprungen sind, nach rechts abdriften. Jawohl! Mein Versprechen lautet, dass ich keine Rechtsextremen, keine Nationalsozialisten, keine Antisemiten hier dulden werde. Ich werde auch keine Linksextremen, die für Gewalt sind, hier dulden. Und ich werde nicht zulassen, dass unter blumigen Äußerungen gegen Homosexuelle, gegen Zuwanderer oder gegen den Islam oder gegen irgendwelche Minderheiten gehetzt wird. Die Menschen, die Menschheit an sich ist als Ganzes zu kostbar, als dass wir uns in Gruppen spalten lassen sollten. Wir,
Die Menschheit als Ganzes bewohnt diesen Planeten und wir alle sind für ihn verantwortlich. Und wenn es eine kleine Elite geschafft hat, ein System zu entwickeln, das uns derart betäubt, dann ist es Zeit, dass die große Elite, nämlich wir, die Menschen der Vernunft, die Kinder der Aufklärung uns erheben und sagen, halt, bis hierher und nicht weiter. Es liegt an uns, einen Wandel einzuleiten, geschlossen, als Gruppe, Schulter an Schulter, Völker der Erde, Menschen der Erde, vereinigt euch. Werft ab den Ballast der vergangenen Tage. Macht euch frei von Gedanken, die euch wanken lassen. Seid hier im Jetzt und blickt geschlossen nach vorne. Wir sind da. Wir stehen für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Helft mir, ich helfe euch. Helfen wir uns, helfen wir uns gegenseitig. Denn so werden wir die Stärksten sein. Wenn wir für die Schwächsten kämpfen, werden wir die Stärksten sein. Und das mache ich. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich stark an. Und es fühlt sich richtig an. Und bevor ich jetzt meine Rede beende, werde ich noch einen Text vortragen, der mir wieder mal über Facebook in die Hände gefallen ist. Wenn du hungrig bist, gebe ich dir zu essen. Wenn du durstig bist, gebe ich dir zu trinken. Wenn dir kalt ist, dann wärme ich dich. Wenn du Hilfe brauchst, frage mich und ich gebe sie dir. Wenn du Schwierigkeiten hast, frage und ich helfe dir. Ich mache all das nicht in der Hoffnung, belohnt zu werden. Ich mache all das nicht aus der Angst heraus, bestraft zu werden. Ich mache all das, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ich lebe nach meinen Standards und ich allein bestimme sie. Ich bin Anonymous. Und wir sind die Friedensbewegung. Wir sind der Wandel. Wir sind die Zukunft. Lasst uns handeln für Freiheit. Für Frieden, für Gerechtigkeit, für uns Menschen. Auf Wiedersehen!